Latein ist eine tote Sprache. Na und? In diesem Video könnt ihr lernen, Latein zu sprechen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Es lebe Latein! Salvete spectatores, sum simon et hodie vobis linguam latinam docere volo. Das ist Latein und heißt so viel wie: Hallo liebe Zuschauer, ich bin Simon und möchte euch heute die lateinische Sprache lehren. Ja, dieses Video heißt Latein sprechen für Einsteiger kompakt, weil es eben kompakter ist als alles, was ich zuvor zu Latein hochgeladen habe. Es geht darum, wie ihr lernen könnt zu sprechen. Es richtet sich natürlich an alle Schüler und an alle Erwachsenen, die jetzt Lust haben, Latein zu sprechen zu lernen, denn es gibt ja Lateinschüler, die einfach keinen Bock auf Latein haben, weil es einfach zu schwierig ist. Und da kann ich euch auch sagen, in der Schule ist Latein echt nicht einfach, weil es so viele verschiedene grammatische Phänomene gibt, die dann aber in der Schule alle reingepaukt werden. Die müssen unbedingt gelernt werden, weil das in Caesar drin steht und Caesar muss übersetzt werden können und so weiter. Aber dieses Video richtet sich natürlich auch an alle Spanischschüler, die einmal, oder an alle Französischschüler oder alle anderen Fremdsprachenschüler, die einfach keine Lust mehr auf ihre Fremdsprache haben oder einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Es ist ja nicht so, dass Latein jetzt prompt ganz schwierig ist. Nein, ich sage sogar, Latein ist einfacher als Spanisch oder Französisch, weil es einfach viel logischere Zusammenhänge hat. Die Endungen und so weiter sind viel logischer auch aufgebaut. Es gibt weniger Ausnahmen. Es gibt zwar mehr grammatische Phänomene, aber die können wir beim Latein sprechen einfach mal außer Acht lassen. Das ist nicht so wichtig. Du brauchst ja beim Sprechen, ist es wichtig, dass dein Gegenüber dich versteht. Aber das ist wichtig und alles andere nicht. Und deshalb ist Latein sprechen auch ziemlich einfach. Und ich würde sagen, dass es deutlich einfacher ist, als Spanisch oder Französisch sprechen zu lernen, weil es auch einfach keine Artikel gibt. Aber dazu kommen wir noch viel später. Diesen ganzen Satzbau und so, das werdet ihr alles noch lernen in diesem Video. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Gleich fangen wir dann auch sofort an. Ich möchte noch ein bisschen was erzählen und dann können wir auch schon loslegen. Ja, und zwar ist es ganz wichtig, bevor wir die Sprache lernen, müssen wir erstmal wissen, wo kommt sie her. Und zwar wurde sie, wie viele von euch sicherlich schon wissen, von den Römern gesprochen. Damals im römischen Imperium. Dieses Imperium wurde um 753, Rom schlüpft aus dem Ei, vielleicht kennt ihr das, also um 753 vor Christus wurde Rom gegründet und damit eigentlich auch damit begann diese Zeit des römischen Imperiums. An sich gab es ja zuerst nur die Stadt Rom, die entwickelte sich weiter, irgendwann kam die Römische Republik und dann irgendwann kam die Kaiserzeit und da erreichte das Römische Reich auch seine größte Ausdehnung. Das war im Jahre 117 nach Christus, als der Kaiser Trajan Mesopotamien und Armenien eroberte. In den folgenden Jahrhunderten spaltete sich dann dieses große römische Imperium in ein Westreich und in ein Ostreich. Das Ostreich wurde später Byzanz genannt und existierte noch bis 1600 nach Christus und wurde dann, ja, fiel dann auch den Osmanen zum Opfer, die dann über den östlichen Teil des Mittelmeers herrschten. Aber das ist alles eine ganz andere Sache. Es geht ja jetzt um das Römische Reich, um die römische Sprache. Das Weströmische Reich ging dann, weiß ich jetzt nicht genau das Datum, aber im 4. oder im 5. Jahrhundert nach Christus unter, also so 300, 400 Jahre, nachdem es die größte Ausdehnung erreicht hatte. Dies lag vor allem an Pestwellen, an der Völkerwanderung. Die Hunnen griffen die Germanen an und die Germanen flüchteten und versuchten, das Römische Reich teils friedlich, teils mit Gewalt zu besiedeln. Und das war dann der Untergang für die Römer. Die lateinische Sprache an sich stammt ab von dem Altgriechischen und wurde anfangs von den Latinern gesprochen. In dieser Region, in diesem Latium, stand auch die Stadt Rom. Und nachdem sich das römische Weltreich entfaltet hatte, verbreitete sich natürlich die römische Sprache, die lateinische Sprache, über diesen gesamten Raum. Im östlichen Raum wurde vorwiegend Griechisch gesprochen, im weströmischen Teil vorwiegend dann wirklich Latein. Es gibt heutzutage noch Sprachen, die dem Lateinischen sehr, sehr ähnlich sind. Deswegen sind sie auch mit Lateinkenntnissen deutlich einfacher zu lernen. Darunter
gibt, also dazu zählen Französisch, Spanisch, Italienisch und Rumänisch sind die romanischen Sprachen. Dann gibt es natürlich noch die indoeuropäischen Sprachen, aber das führt jetzt auch alles zu weit. So springen wir von dem geschichtlichen Hintergrund zum Satzbau. Der Satzbau bei den Römern war ähnlich wie im Deutschen variabel. Man konnte die verschiedenen Satzteile so aneinander fügen, wie man es will. Nicht so wie im Englischen zum Beispiel, da gibt es ja die S-Subject-Verb-Object-Regel, ne? Und das ist alles viel getakteter. Im Lateinischen kann man deshalb das Prädikat auch an den Anfang setzen, sonst wohin. Das Besondere am Prädikat im Lateinischen ist aber, dass es das Subjekt enthalten kann. Also, ich nehme ein Beispiel, das Wort est heißt ist. Aber es heißt nicht nur ist, wenn es alleine steht. Dann heißt es er, sie, es ist. Das liegt an dem T, das am Ende dort steht. Das heißt auch gleichzeitig, dass dort die handelnde Person ein er, sie, es ist und nicht ein wir oder sonst wer. Wenn man in lateinischen Sätzen deshalb von sich zum Beispiel berichtet, dass ich etwas tue, dann kann ich zwar ein Ich in der lateinischen Sprache ego davor schreiben, aber das ist nur die Bekräftigung davon, weil ich es eigentlich schon im Prädikat stehen habe, dass ich es tue. Also wir merken uns, das Prädikat enthält das Subjekt. Aber kommen wir jetzt zu den ersten Wörtern im Lateinischen, die wichtig sind, nämlich die Begrüßung. Die ist natürlich ganz wichtig, die lernt man in jeder Fremdsprache am Anfang, damit man damit angeben kann. Und so ist es auch jetzt in diesem Video. Also, die Begrüßung ist Salve. Das heißt, sei gegrüßt. Du kannst aber auch Salvete sagen, das heißt, seid gegrüßt, also bezieht sich auf mehrere. Diese Regel muss immer eingehalten werden. Wenn ihr einen ansprecht, Salve, wenn ihr mehrere ansprecht, Salvete. Das Ganze gibt es auch bei der Verabschiedung. Da sagt man Vale. Und wenn man mehrere Personen anspricht, dann sagt man Valete. Es gibt auch noch eine einfachere Art, wie man das alles sagen kann, damit man das nicht durcheinander bringt, wenn es zu schwierig ist. Dann kann man auch einfach die militärische Begrüßung nehmen, die kann man auch als Verabschiedung nehmen und so weiter. Da sagt man einfach Ave. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch oder dieses Sprichwort oder dieses Zitat einfach, Ave Caesar, morituri te salutant. Seid gegrüßt, Caesar, die Todgeweihten grüßen dich. So, was ihr aber auch noch auf jeden Fall in eurer ersten Lateinstunde lernen werdet, ist, nach dem Namen zu fragen und euren Namen zu sagen. Da sagt ihr im Lateinischen, also ihr fragt als erstes, natürlich würdest du im Deutschen sagen, wie heißt du? Aber im Lateinischen kannst du das nicht einfach so sagen. Da sagst du dann, Quod nomen est tibi? Welcher Name ist dir? Das ist dann Dativ des Besitzers und so weiter. Und dann heißt das halt, welcher Name gehört dir? Aber alles weg in die Mülltonne. Es heißt einfach, wie heißt du? Quod nomen est tibi? Es ist im Sprechen einfach einfacher. Keine komplizierten grammatische Scheiße. So. Dann müsst ihr sagen, wie ihr heißt. Da sagt ihr dann, mihi nomen est Simon. Zum Beispiel, weil ich Simon bin. Oder mihi nomen est Lukas. Oder mihi nomen est Julia. Und so weiter. Und dann könnt ihr noch fragen, et tibi, das heißt dann und deiner, oder im Lateinischen und dir, welcher Name ist dir? Und dann könnt ihr wieder antworten und so weiter. Und ja, so könnt ihr nach den Namen fragen. So, jetzt wollen wir natürlich die Unterhaltung auch noch ein bisschen ausdehnen und jetzt müsst ihr natürlich auch noch fragen können, wie alt bist du denn eigentlich? Und das heißt im Lateinischen quod mit T, annus natus es. Wenn ihr dann antworten wollt, müsst ihr sagen, annus natus sum. Da lohnt es sich jetzt, die lateinischen Zahlen zu kennen. Und zwar sind das unus, duo, tres, quatuor, quinque, sechs, septem, octo, novem und decem. Und dann für die meisten, weil die meisten werden von euch werden wahrscheinlich älter als 10 Jahre sein, geht es dann weiter mit undecim, duodecim, tredecim, quaturdecim, quindecim, sedecim, septendecim, duodeviginti, also 2 vor 20, undeviginti, und Viginti, 20. Wichtig bei der ersten Zahl, bei der 1, bei Unus, ist es wichtig, dass es drei Endungen gibt.
eine für männlich, eine für weiblich, eine für sächlich. Unus, una, unum. Diese Endung kennt ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen aus dem Hörensagen, dass es die im Lateinischen gibt. Us, a und um. Ja, ihr sagt, das ist genauso wie im Deutschen ein Baum, eine Hütte und so weiter. Aber bei höheren Zahlen, bei 2, gibt es das nicht mehr. Da sagt ihr 2 Bäume, 2 Hütten. Da gibt es nicht 2 Hütten oder sowas. Das gibt es nicht. Das gibt es auch im Lateinischen nicht und das macht die Sache relativ einfach. Obwohl sich das Video ums Lateinisch sprechen dreht, müsst ihr trotzdem wissen, wie man die lateinischen Zahlen aufschreibt. Die kennt ihr bestimmt von bestimmten Uhren. Auf Kirchtürmen müssten noch alte römische Ziffern drauf sein. Da gibt es die grundlegende Regel, es dürfen nur 3 Zeichen hintereinander stehen, außer es ist das höchste Zeichen, was es gibt. Da kennt ihr am Anfang natürlich das I, das ist 1, dann II ist 2, III ist 3. Und weil man nur 3-mal hintereinander dasselbe haben darf, maximal 3 hintereinander, dann kommt jetzt bei der 4 IV. Das heißt, V steht für die 5, also V ist ja auch 5. Und IV ist dann, weil das I, die kleinere Zahl, vor dem V steht, muss man das da abziehen. Das heißt, es kommt die 4 raus. IV ist also 4. Und VI ist dann 6. Also IV 4, V 5, VI 6. VII 7. VIII ist 8. Und wenn man dann wieder 3 Zeichen hat, schreibt man dann IX. Das ist 9, also einer von der 10 wird abgezogen, hast du 9. Und x ist dann 10. xi ist dann wieder 11. xii ist 12. xiii ist 13. xiv ist 14. xv ist 15. xvi ist 16. xvii ist 17. xviii ist 18. xix ist 19 und XX ist 20. So, dann jetzt die erste Frage. Beantworte bitte meine Frage. Quod annus natus es? Jetzt kannst du antworten. Stopp kurz das Video und antworte. So, nachdem du das gemacht hast, kommt jetzt die Auflösung. Du könntest auch einfach ein bisschen zurückspulen und dann hättest du es. Aber ich sag's jetzt nochmal. Wenn ich jetzt von mir reden würde, quatuor decim annus natus sum. Jetzt könnt ihr wie bei der Frage nach dem Namen noch die Frage stellen, und du? Und dieses Mal hat man dort kein besonderes Phänomen, deswegen muss man nicht et tibi sagen, sondern et tu. Ganz normal, tu, du und du. Jetzt kommen wir zur dritten Frage, und zwar, wie geht es dir? Ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das fragt, ne? Wenn man jemanden trifft und vielleicht geht es ihm nicht so gut, dann fragst du erstmal, wie geht es dir? Und das heißt im Lateinischen quomodo vales. Und antworten könnt ihr darauf entweder mit bene, das heißt gut, oder non ita bene, nicht so gut. Was hier auch nochmal ganz wichtig ist und was ich noch betonen möchte, das ist jetzt nicht die absolut richtige Übersetzung. Es ist nur eine Möglichkeit und deshalb machen wir ja Sprechen, weil man hier nicht wirklich zu 100% sicher sein muss, was es bedeutet. Wichtig ist, dass der andere dich versteht und übersetzt würde das jetzt, wie lebst du heißen oder sowas ähnliches und das ist ja schon ziemlich abwegig, so redet ja keiner mehr. Und wir wollen ja wirklich aktuell sein und ganz normal reden können in der lateinischen Sprache, was auch geht. Man muss es nur anders übersetzen, als es zum Beispiel mit Cäsar oder in der Schule gemacht wird. Jetzt kommen noch ein paar höfliche Begrüßungen dazu, unter anderem guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Gute Nacht ist jetzt nicht so die Höflichkeit, aber ich pack's einfach mit in diese Kategorie rein, weil es fast dasselbe ist. Guten Tag heißt also bonum diem. Guten Abend heißt bonum vesperum. Und gute Nacht heißt bonam noctem. Da ist ganz wichtig, nicht bonum, sondern bonam. Und jetzt kommt, damit der Fun-Faktor auch ein bisschen höher gehalten wird, und damit ihr wirklich Lust habt, das zu sprechen, die erste Beleidigung, die ihr lernen werdet. Das ist immer toll, andere in einer anderen Sprache, die sie nicht zu verstehen, zu beleidigen. Und zwar heißt es im Lateinischen lambe mihi podicem, was so viel heißt wie leck mich am
Ihr wisst schon, ne? Benutzt das einfach, wenn ihr wollt. Hier habt ihr es. So, das war es jetzt mit der ersten Kategorie, den Gesprächen. Ja, ihr könnt jetzt antworten auf Fragen, die euch nach dem Alter fragen, nach dem Namen fragen, wie es euch geht. Und ihr könnt sogar andere Leute beleidigen. Das ist doch toll, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und deswegen lasst uns gleich zur zweiten Kategorie übergehen in diesem heutigen Tag. Da geht's um Satzbau und Sätze und die ersten Sätze und Wörter, die ihr oft braucht, die auch sehr ähnlich sind zu Wörtern, die es im Deutschen gibt. Und ich denke, wir fangen gleich mal an.